Doch die andere Sache ist die Sicherheit auf den Straßen. Laut unseren Reportern steigt die Verbrechensrate immer weiter an, seit Redman verschwunden ist. Und jetzt muss Kira an Mana Mana denken. Ja! Mana Mana. Badibidibi. Mana Mana. Badibidi. Mana Mana. Badibidibi. Bidibi. 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 Dip. 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 Mana Mana. Mana Mana. Okay. Ich glaube, wir sollten jetzt mal wirklich. Ich liebe Mana Mana. Oh, oder wo wir vorhin bei, wo es um Eltern ging. Mama, Mama. Nein. Nein, ich liebe Mana Mana. Ja. Ja. Ich verstehe, diese Medaille scheint ja zwei sehr unterschiedliche Seiten zu haben. Es geht nicht so sehr um die Verkaufszahlen der Zeitung, sondern vielmehr um die Sicherheit der Londoner. Wir brauchen Redman auf unseren Straßen. Er muss das doch wissen. Ich verstehe es einfach nicht, warum er sich nicht mehr zeigt. Vielleicht hat er... Will sich vielleicht um seine Kinder kümmern. Oder vielleicht ist er ja einfach bloß bei einem Einsatz draufgegangen und niemand hat's rausgefunden. Mir war nicht bewusst, dass Redman so viel Einfluss auf den Verkauf seiner Eltern hat. Das wäre natürlich geil. Wurde entführt. Oder was? Gibt's irgendwas, wodurch Batman aus dem Geschäft geflogen ist? So für eine Zeit lang? Fällt mir nicht an. Er ist im Arkham Asylum, London Asylum. Feststecken geblieben oder so. Keine Ahnung. Kling, 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 kling. Oh, wie schwierig. Oh, ich war gar nicht so weit. Juhu, Erster! Du hast einen Hinweis gefunden. Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf. Okay. Zeitungen und Zeitschriften mit Artikeln über Redman verkaufen sich wie geschnitten Brot. Seit Redmans Verschwinden vor 3 Jahren leidet der Absatz. Monaten. Nicht Jahren. Nun, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit, Mr. Fickman und Mr. Khan. Ja, ich denke, wir sollten jetzt raus auf die Straße gehen und dort ein paar Fragen stellen. Wenn Sie uns also bitte entschuldigen würden, wir setzen jetzt unsere Ermittlung fort. Ja, ja, brillant. Gehen Sie und tun Sie, was Detektive so tun. Lösen Sie das Rätsel von Redman. Verschwenden Sie Ihre Zeit, wenn Sie wollen. Sie werden eh nichts herausbekommen. Und wenn doch, dann wissen Sie zu viel. Und wir müssen Sie beseitigen. Okay, zurück nach draußen. Mhm. Büro. Da können wir bestimmt wieder mit Sniffler reden. Also was genau wollen wir eigentlich hier über Redman herausfinden? Als Erstes vielleicht, wer er ist und warum er all diesen Superheldenkram überhaupt macht. Das ist genau der Punkt, Sherl. Niemand weiß es. Das ist alles ein großes Rätsel. Ah, natürlich, es war der Typ von der London Times, weil dadurch sich die Zeitungen besser verkauft weil haben. Weil er nicht wollte, dass sein Freund da... unterleidet, aber jetzt hat er aufgehört. Worden. Er hat aufgehört, weil, wie du gesagt hast, das alles fake war. Ja. Also im Grunde war er gar kein Verbrechensbekämpfer und wenn er weitermachen würde, dann wäre das weiterhin eine große Lüge. Ja. Also, wenn er ein richtiger Superheld wäre, könnte er ja ruhig weitermachen und dann könnte man eher damit mutmaßen, dass er seinen Job an den Nagel hängen wollte, weil kein Bock mehr, Superheld zu sein und so, aber ja, nee. Großes Rätsel, bla bla bla. Er taucht immer nur in seinem typischen Redman-Anzug auf. Daher weiß niemand, wer er wirklich ist. Er ist... Adam West. Warum gerade eine Ratte? Als Hund ist man doch schon schlimm genug dran. Oder natürlich, Nee, wer war nochmal der Schauspieler von dem neuen Batman? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Wenn es um Schauspielernamen geht, brauchst du mich nicht fragen. Ich bin da wirklich ziemlich schlecht. Aber das müsste ich eigentlich voll wissen, weil der Typ hat auch in Equilibrium mitgespielt und so anderen tollen Filmen. Keine Sorge, tritt sich fest. Ich komme gerade nicht drauf, aber ich habe den Namen so auf der Zunge. Redman ist Randall. Vielleicht von der Stimme her. Randall, bestimmt ist ja am Ende, dann spricht Redman. Und dann ist es Randall. ich komm noch auf den Namen. Nein, ich komme echt nicht auf den. Also wir könnten noch mutmaßen, es ist Bruce Wayne.
Adam West, Catman von Cosmo und Wanda. Wer erinnert sich noch an den? Ich erinnere mich an den. Und Adam West ist tatsächlich auch der Name des Batman-Schauspielers von damals, von dieser ganz schlecht gemachten Serie. Oder für damalige Verhältnisse vielleicht gut gemachte, aber... So, und der Name Adam West taucht komischerweise auch öfter mal auf. Auch in Quahog als Bürgermeister bei Family Guy, glaube ich, war das. Oder was in... Soffa? Nee, nicht, nee, die andere Serie von dem Macher, American Dad? Nee, ich glaube, es war Family Guy. Adam West. Man würde meinen, dass er gerade Anerkennung, dass er gerne Anerkennung für seine guten Taten hätte. Vielleicht ist ihm leicht mal etwas peinlich. Also wenn man einen solchen Anzug trägt, sollte einem eigentlich gar nichts mehr peinlich sein, oder? Das würde ich unterschreiben, wenn ich Hände hätte. Wie dem auch sei. Christian Bale, Entschuldigung. Wie dem auch sei. Da wir sonst nichts über ihn wissen, schätze ich, dass wir uns umhören sollten, ob ihn irgendwer gesehen hat. Es klingt, als ob er bis vor kurzem relativ regelmäßig in Erscheinung getreten ist. Also haben wir eine gute Chance, jemanden zu finden, den gesehen hat. Übrigens, an die Maria im Chat, es wird Adam mit A, also wie jeder andere Adam Adam geschrieben. Nicht Edam wie Edama. Wollte ich nur gesagt haben. Ja, ist nicht wichtig. Ne. Weiter. Okay. Warte mal, gab's Adam nicht auch einen Adam bei den Mythbusters? Ich hab keine Ahnung, weiter. Oh. Jamie und Adam, glaube ich, waren das. Ja, wie auch immer. Blablabla, das hast du gelesen, ja. Genau, Adam. Danke. Edama West. Ja, nicht zu verwechseln mit dem Ost-Edama. Okay. Sehr gut, Miss Layton. Ich frage einfach ein paar Passanten. Und ein paar Obdachlose. Was, hier die Leute? Aber warte, die beiden Passanten, sagte er. Nicht den. Und? Bobby. Samuel. Hm? Samuel. Sammy? Evans oder Evans? Oder Evans? Welches von den dreien ist dann richtig? Keins. Also dann war es wahrscheinlich Evans. Weil ich würde es Evans aussprechen und dann ist es bestimmt falsch. Wir haben ja Vollmond. Oh, Vollmond ist da draußen. Ich sehe es nicht mal, weil ich gar nicht so weit gucken kann. Mach doch mal die... Ich sehe es immer noch nicht. Oh Mann. Hä? Ich sehe es immer noch nicht. Bin ich da. Ach da, jetzt sehe ich es. Ja. Ja. Voll. Ja. Also... Hell. Also kurzes und dann wenn's oder wie? Evens. Nee, das will. Nee. Das dann würde sie es ja I mit langem. Nee, du meintest Evans. Ich meinte Evans wäre jetzt wohl die das richtige falsche. Weise. Mhm. Ja. Und Evens wäre das Falsche, was ich immer gesagt habe. Ja. Okay. Mann. Okay. Okay, ach, guten Tag wünsche ich Samuel. Guten Abend. Es ist Nacht. Ja, ich sehe das. Ich habe ja auch den Vollmond gesehen. Ja. Guten Abend wünsche ich Samuel. Sammeln Sie etwa auch Informationen für einen Artikel? Hallöchen, ich bin gerade mit meinen Interviews fertig geworden und jetzt auf dem Weg zurück ins Büro. Haben Sie den Chef gefunden? Sind Sie mal durch die Bleiwüste spaziert, die wir unser Büro nennen? Ja, wir haben mit Mr. Figman gesprochen. Er hat uns gebeten, Ermittlungen darüber anzustellen, wo sich Redman derzeit befindet. Ah, wie Inazuma Elevens. Mhm. Ja, ja. Elevens. Also Evans von dem... Ja, gut. Jetzt ist es mir auch klar. Es war Mark mit C. Ach so, nee. Mark mit C ist mein Mark, aber ich weiß nicht... Wer ist denn Mark Evans? Ist ja auch egal. Oder Evans? Ist ja auch... Jetzt bin ich ganz raus. Das Spiel spielt er also. Wissen Sie, ich persönlich war nämlich für die Artikel über Redman zuständig, als er noch da war.
Also, haben Sie ihn schon getroffen? Sie haben Redman persönlich getroffen? Natürlich habe ich das, Dutzende von Malen. Aber das sollte auch, man sollte auch erwähnen, dass er ein scheuer Geselle ist, der sofort verschwindet, sobald sein Werk getan ist. Um ihn zu treffen, muss man Einsatz zeigen. Wie wenn man einen schwarzen Raben jagt. Ja. Wow, Dutzende von Malen. Haben Sie von ihm hinterlassen bekommen? Hat er Sie geschlagen? Das ist ja fabulös. Das ist ja fabulös. Oder waren es Dutzende von Muttermalen? Haha, ja, ich könnte wohl kaum Artikel über etwas schreiben, was ich nicht gesehen habe, oder? Wenn Redman wo sein Schwänzchen zeigt, was... Wenn Redman wo sein Schwänzchen zeigt, steht Sammy da schon längst bereit. FSK 16. Was? FSK 16. Oh Mann. Okay, jetzt wissen wir also, wie Sam so tickt. Mhm. Samuel Swinger. Nee, die Ratte geht fremd. Ja, stimmt. Deswegen, boah, Frechheit. Meine Güte, Sie sind ja selbst auch ein Superheld, Mr. Sniffler. Ein Reimender noch dazu. Oh, ich doch nicht, Junge. Ich bin es nur, der die Öffentlichkeit über Redmans Taten informiert. Nur weil der Redman nicht mehr hier zu sein. Haben Sie was damit zu tun? Das können Sie laut sagen, Miss Late... Miss London. London ohne Ratten ist nicht London. Oh. Ja, weiß ich nicht. Will ich dann nach London? Fest. Ja. Natürlich haben wir unsere eigenen Ermittlungen zum Verschwinden unseres Nagetierfreundes angestellt und aber wir haben nichts herausgefunden. Nicht das Geringste. Ja, weil er so scheu ist. So ein rätselhafter Streiter für das Recht. Aber keine Angst, die Stimmen der Menschen von London werden nicht auf taube Ohren treffen. Die Ratte kehrt zurück. Ein scheuer Herr, der unerwartet in den Tisch eintritt. Vielleicht ist es ja auch nur eine radioaktive Ratte, die versehentlich mit einem Menschen von einem Menschen gebissen wurde. Ja. Ah, genau. Es war eine Ratte, eine normale Ratte, die von einem radioaktiven Menschen gebissen wurde. Und deswegen wurde sie zu Redman. Ja. Ja. So, jetzt unerwartetes Auftauchen. Moment. Redman taucht aus dem Nichts auf, um für das Gute zu kämpfen und verschwindet dann wieder, genau wie der Reporter Samuel Sniffer, der die Taten des Helden dokumentiert? Nein! Nein! Was? Nein, macht uns die Story nicht kaputt! Was? Ich will, dass Khan der Redman ist. Der nicht, ist dass auch es. Ja, also. Sniffler. Aber so wie das formuliert war? Nein, es ist nicht Sniffler. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt nur unberechtigte Angst. Oh, ich muss mal kurz verschwinden. Dann werde ich die mal sprechen. Okay. Oje, Mine. Ihr habt doch immer was zu tun, oder? Moment. Was habt ihr denn heute so getrieben, hä? Ein neuer Fall, was? Ja. Die sieht so böse aus gerade. Oh Gott. Oh. Die alte Tratschtante, ihre Neugier wird noch ihr Untergang sein. Eigentlich untersuchen wir gerade Redmans Verschwinden. Oh, genau. Oder die Ratte ist, genau. Redman kann eigentlich Kung Fu und ist in Mutagen gefallen, um überhaupt zu Redman zu werden. Und jetzt trainiert Redman Schildkröten in der Kanalisation. Danke an diesen Hinweis. Danke an den Chat für diesen Hinweis. Oje, Mine, was kommt als nächstes? Redman, sagt ihr? Ich finde den voll eklig. Ich schätze, Sie kennen nicht zufällig seine wahre Identität, oder? Boah, voll gerade herausgefragt. Na klar, Cat, wahrscheinlich kann sie dir auch die Lottozahlen vorhersagen. Oh, tut mir leid, Schatz. Ah, ich will die beiden jetzt schippen, weil sie Schatz gesagt hat. Ich weiß nur das, was in der Zeitung steht.
Ich verstehe, Liebling, aber sie klingt trotzdem wie ein Fan. Ach, naja, wie soll man denn kein Fan von ihm sein? Das ist doch so eine spannende Geschichte, hm? Irgendwer muss doch wissen, wer der rätselhafte Held ist. Ich habe immer jeden Artikel gelesen, den es über ihn in der London Times gab. Oh, sie wusste gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass sie die London Times lesen, Miss Enigma. Jetzt hätten wir spätestens gesehen, dass da Enigma steht. Wow. Naja, aber wir haben ja jetzt schon die deutsche Version. Oh je, Mini, ja. Ich lese viele Zeitungen. Schreib dir das hinter die Ohren, junger Mann. Aber die London Times mag ich ganz besonders. Da findet man immer die spannendsten Häppchen. Celebrity-Hochzeiten, Sichtungen seltsamer Kreaturen, Girlie. Oh, ich lebe für solche Sachen. Und für Rätsel und Hexenbesen und so. Ja, ich kann das verstehen. Es gab sogar ein Magazin vom gleichen Verlag mit einem Sonderartikel über Redman. Das habe ich mir natürlich auch gleich geschnappt. Das kann ich euch sagen. Oh, ich hoffe doch sehr, dass denen auch weiterhin so entzückende Geschichten einfallen.